Dieses Let's Play ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Hey Leute, Martin hier. Willkommen zu Let's Play Bioshock. Ja, ich hatte ja im Ankündigungsvideo, was hier vorkam, ein etwas erwachseneres Spiel angekündigt und dies ist es nun. Bioshock, ein Shooter aus dem Hause 2K. Ein sehr genialer Shooter mit einer sehr geilen Story, möchte ich mal sagen. Einige Sätze, bevor wir dieses Spiel anfangen. Ihr habt es ja schon gesehen, ich habe eine kleine Altersbeschränkungswarnung rausgegeben. Das heißt, ich habe meinen Teil getan. Ich habe euch gesagt, dass dieses Spiel nicht für Zuschauer unter 18 Jahren geeignet ist. Und das ist es auch nicht. Also wenn ihr noch nicht 18 seid, dann haut bitte ab. Ihr werdet wahrscheinlich eh nicht abhauen, aber ich habe euch drum gebeten. Und das ist alles, was von mir verlangt wird. Des Weiteren habe ich, werde ich dieses Spiel mit dem Uncut-Patch spielen. Das heißt, dieses Spiel ist die unzensierte Version, so wie eigentlich jedes Spiel sein sollte, weil Zensur ist total bescheuert. Wenn ein Spiel für Erwachsene gemacht wird, dann muss nicht dran rumgeschnippelt werden. Erwachsene können ja wohl selber entscheiden, ob sie Blut sehen wollen oder nicht. Aber nichtsdestotrotz, ja, mit Uncut-Patch. Es gab leider einige kleinere Probleme, und zwar mit dem Sound. Nach jeder Ladezeit war der Sound ein bisschen verschoben, das hatten die Testaufnahmen ergeben. Deswegen werde ich das so machen müssen, dass ich die Ladezeiten absehen muss und alle Ladezeiten, auch wenn ich nur einen Schnellspeicherstand laden möchte, muss ich diese Ladezeiten rausschneiden oder beziehungsweise gar nicht erst aufnehmen, weil wenn ich sie aufnehme, entstehen diese Soundprobleme. Also ja. Bioshock kommt vielleicht für einige von euch überraschend, dass ich das jetzt mache, weil ich ja nirgendwo angekündigt habe. Aber das wird jetzt öfters so sein. Wenn ich spontan Bock auf irgendein Spiel habe, dann werde ich Let's Playen. Ich werde jetzt nicht mehr so machen, dass ich, wie ich das jetzt mit Galaxy 2 gemacht habe, dass ich das groß ankündige und am Ende kommt es doch nicht. Galaxy 2 wird irgendwann kommen, aber erstmal nicht, weil da habe ich gar keinen Bock drauf. Warum habe ich es also angekündigt? Keine Ahnung. Also es werden einige Spiele folgen, die ich nicht angekündigt habe und da ist der Überraschungsfaktor dann doch auch relativ hoch und das ist doch auch schön. Okay, das war jetzt genug Gelaber. Ich meine, ich habe schon für 3 Minuten, ich habe schon 3 Minuten lang gelabert jetzt. Starten wir ein neues Spiel. Ach ja, noch was, bevor wir starten. Ich habe Untertitel angeschaltet. Allerdings sind die Untertitel in Bioshock 1 ein bisschen verbuggt. Sie gehen meistens zu schnell und überhaupt nicht synchron mit dem gesprochenen Text. Aber wenn ihr den Text manchmal nicht versteht, dann könnt ihr diese Untertitel benutzen, um das Ganze zu lesen. Deswegen habe ich sie mal angelassen, obwohl sie ein bisschen asynchron sind. Aber also nicht, dass mir jemand sagt, die sind asynchron, das ist deine Schuld. Nein, das ist normal, das ist ein Fehler im Spiel. Also, so, jetzt habe ich alles gesagt. Wir starten das Spiel auf fortgeschritten, weil auf schwer... Nee, fortgeschritten ist schon in Ordnung. Also starten wir Bioshock. Als mich meine Eltern in das Flugzeug nach England setzten, wo ich meine Verwandtschaft besuchen sollte, sagten sie zu mir, Sohn, du bist etwas Besonderes. Du wirst große Taten vollbringen. Glauben Sie mir. Sie hatten recht.
Ja, und damit sind wir auch mitten im Spiel. Wir saßen eigentlich in einem Flugzeug über dem Mittelatlantik in den 60er Jahren. Und das Flugzeug stürzt ab. Und alles brennt, das Wasser brennt. Okay, alles klar. Da ist noch das Wrack, das untergeht. Und wir schwimmen mal auf diesen seltsamen Leuchtturm zu. Das ist schon ein ziemlicher Zufall, dass wir ausgerechnet da abstürzen, wo ein Leuchtturm ist. Ich meine, wir wollen uns jetzt nicht beschweren. Das ist sehr praktisch. Da können wir uns nämlich dann direkt mal retten. Und müssen nicht ertrinken. Aber ja. Okay, schauen wir uns das ganze Szenario nochmal an. Mann, Mann, Mann. Das Flugzeug geht langsam unter. Aber wir erkunden mal diesen Leuchtturm. Okay. Hier ist es ganz schön dunkel drin. Hey, ey, ey, ey. Warum werde ich eingesperrt? Keine Götter oder Könige, nur Menschen. In welchem Land gibt es einen Platz für Leute wie mich? Andrew Ryan. Wo sind wir denn hier gelandet? Die große Kette? Was ist denn das bitte für ein Leuchtturm? Okay, was haben wir hier? Kunst. Was ist das? Industrie und Wissenschaft. Okay. Und eine Tauchkugel. Okay, ziehen wir mal den Tauchkugelhebel. Gerade aus dem Wasser aufgetaucht, geht's jetzt wohl wieder ab unter Wasser. Okay, cooler Stil. Also coole Statuen. Und ey, was ist das? Eine Leinwand. Oh, wir kriegen einen kleinen Film vorgeführt. Das ist doch toll. Fire at your fingertips, incinerate. Plasmids by Ryan Industries. Ich bin Andrew Ryan und ich möchte Sie eines fragen. Steht einem Menschen nicht das zu, was er sich im Schweiße seines Angesichts erarbeitet? Nein, sagt der Mann in Washington, es gehört den Armen. Nein, sagt der Mann im Vatikan, es gehört Gott dem Allmächtigen. Nein, sagt der Mann in Moskau, es gehört allen. Ich konnte keine dieser Antworten akzeptieren. Stattdessen entschied ich mich für etwas anderes, für etwas Unmögliches. Ich entschied mich für Rapture. Eine Stadt, in der der Künstler keine Zensur fürchten, der Wissenschaftler sich keiner engstirnigen Moral beugen muss, in der diejenigen, die zu große bestimmt sind, nicht durch die kleinen Lichter gebremst werden. Wenn auch sie im Schweiße ihres Angesichts für dies kämpfen, kann Rapture auch ihre Stadt werden. Was da los ist. Der Leuchtturm ist vom Feuerschein hell erleuchtet. Da muss ein Flugzeug abgestürzt sein. Aber wir sind mitten im verdammten Atlantik. Ich meine, ich kapiere das nicht. Mach dich auf den Weg, aber schnell. Die Splicer kommen. Atlas, wie kommst du drauf, dass überhaupt jemand kommt? Weil wir hier eine Tauchkugel haben, die auf dem Weg nach unten ist. Wir haben Gesellschaft. All good things of this earth flow into the city. Das ist ein cooler Spruch, oder? Nur eine Minute noch. Ich sehe sie schon. Die Tauchkugel kommt jetzt hoch. Johnny, das Sicherheitssystem ballert alles über den Haufen. Beweg dich endlich! Bitte, Lady, ich wollte hier nicht einbrechen. Bitte tun Sie mir nichts. Lassen Sie mich bitte gehen. Sie können meine Waffe behalten. Sie können... Ist das jemand Neues?
Bist du so freundlich, das Funkgerät anzunehmen? Na, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe gar keine andere Wahl. Okay, nehmen wir es mal. Keine Ahnung, wie du den Absturz überlebt hast, aber wo die Vorsehung im Spiel ist, stelle ich keine Fragen. Ich halte Atlas. Ich will, dass du am Leben bleibst. Mach, dass du hier wegkommst. Wir müssen dich ein Stück nach oben bringen. Atme tief durch und geh aus der Tauchkugel raus. Keine Sorge, ich lass dich nicht hängen. Okay. Wir müssen sie aus ihrem Versteck locken. Du wirst mir jetzt vertrauen müssen. Ich kenne dich aber gar nicht. Wie soll ich dir denn da vertrauen? Naja, was auch immer. Es wird oft passieren, dass ich auf einmal plötzlich meine Klappe halten muss, weil mir jemand dazwischen redet. Meistens Atlas. Deswegen ja. Seid darauf vorbereitet. Okay. Alles klar, nehmen wir diese Rohrzange und mit der Rohrzange können wir das Gerümpel hier aus dem Weg räumen und uns hier unterher bewegen. Oh, fuck. Ein Schrank, okay. Wer war das? Du warst das? Okay, dann kriegst du jetzt ordentlich aufs Maul, mein Freund. So. Arschloch. Meine Fresse. Mülleimer, Chips. Ja, wir können Nahrung einsammeln. Das stellt unsere Lebensenergie ein bisschen wieder her. Also Chips und Pep-Riegel und allen möglichen Kram. Was haben wir da? Wählen Sie Ihr Plasmid aus und entwickeln Sie sich weiter. Sicherheitssender. Licht schreckt Sie ab. Und was haben wir hier? Electrobolt. Okay. Ich weiß ja nicht, ob eine Nadel sich eine Nadel in den Armrahmen jetzt das Problem löst. Okay. Selbstmord! Hurra! Der kleine Fisch da sieht aus, als wäre er gerade frittiert worden. Ich möchte wissen, ob er noch ein bisschen Adam hat. Hörst du das? Das unterbauen, Schwächling! Du bist ein armseliges Würstchen. Das kleine Fischlein hat es gar nicht verdient, von einem Big Daddy beschützt zu werden, Feigling. Hab ich's mir doch gedacht. Mit dem Eisen-Daddy, da kannst du auch nicht viel ausrichten. Du kommst in die Konservendose, so oder so. Na, wenn du das sagst, beim nächsten Mal werden wir dann auch rausfinden, was diese Faust wie ein Blitz für uns alles anstellen kann. Ja, das war der Anfang von Bioshock. Ich hoffe, er hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's aber gut und haut rein.